Ziel dieser Meditation ist es, uns mit der universellen Dimension unseres Bewusstseins, die nur in uns zu finden ist, wieder vertraut zu machen. Ich sage deshalb wieder vertraut, weil wir sie in Wirklichkeit sehr gut kennen. Denn in der Tiefe unseres Seins sind wir diese. Allerdings haben wir uns so in der Welt der Formen und in den Gedanken verloren, dass wir schlicht und ergreifend vergessen haben, dass wir sie sind. Wir übersehen somit laufend jene spirituelle Dimension in uns, die nicht nur immer gegenwärtig und voller schöpferischer Kraft und Intelligenz ist, sondern auch jenes Bewusstseinsfeld aufspannt, welches die Wahrnehmung einer Welt an sich erst ermöglicht. Um nun dieses lebendige Bewusstseinsfeld in uns wieder erfahrbar zu machen, ist es notwendig, vom gewöhnlichen Alltagsdenken zurückzutreten bzw. darüber hinauszugehen, um uns jenseits der vergänglichen Person mit all ihren dramatischen Geschichten, Erfolgen und Misserfolgen, guten und weniger guten Lebenssituationen als ein form- und zeitloses Bewusstsein erleben zu können. Wenn wir jedoch von unserem Denken zurücktreten sollen, um eine solche tiefgehende Selbsterfahrung machen zu können, wie kann man dann diese via Worte vermitteln? Denn schließlich sind Worte ja auch nur Gedanken, die verbal ausgedrückt werden, mag sich nun der eine oder die andere fragen. Nun, diese Worte hier steigen aus eben dieser inneren Dimension auf, die wir nun erfahren wollen, und sind somit Träger der universellen Bewusstseinsfrequenz, die so auch mit deinem Inneren in Resonanz treten und es energetisch anheben können, sofern du dafür offen bist. Außerdem solltest du all das Vernommene hier nicht intellektuell verstehen und konzeptualisieren wollen. Der Verstand hat, indem er dich aufgrund seiner Neugier hierher geführt hat, seinen Zweck vorerst erfüllt. Du kannst ihn nun für die kommenden 30 Minuten beiseite legen. Diese Worte hier sind somit nur noch als Wegweiser zu verstehen, welche nun im Folgenden deine Aufmerksamkeit, die normalerweise völlig im Verstand und in den damit einhergehenden Emotionen verfangen ist, wieder zu ihrem eigentlichen, vollbewussten Ursprung lenken. Du kannst diese innere Dimension deines Seins nur in diesem gegenwärtigen Moment realisieren, nirgendwann sonst. Und dies vor allem dadurch, indem du zunächst deine vibrierende Lebensenergie in jeder deiner Zellen zu fühlen beginnst. So nimm jetzt einen tiefen Atemzug und lenke beim Ausatmen deine Aufmerksamkeit in deine Hände, denn dort lässt sich die Energie in deinem Körper am leichtesten fühlen. Kannst du das lebendige Kribbeln in deinen Händen spüren? Ja, das ist deine Lebensenergie, die diesen Körper beseelt, all seine Lebensprozesse am Laufen hält und nach dem Ableben der Physis auch bestehen bleibt. Bleibe mit einem Teil deiner Aufmerksamkeit in den Händen zentriert, während du nochmals einen tiefen Atemzug nimmst und mit dem anderen Teil deiner Aufmerksamkeit beim Ausatmen langsam die Arme hochwanderst. Spüre auch hier, wie deine Zellen darin vermehrt energetisiert und dadurch deine Arme etwas wärmer werden. Dieses Kribbeln in den Zellen ist eigentlich immer da, nur unsere Aufmerksamkeit ist es nicht,
weil diese für gewöhnlich zur Gänze von den Verstandesaktivitäten absorbiert wird. Dann spüren wir uns selbst nicht mehr und haben auch den Kontakt zu unserem höheren, universellen Bewusstsein verloren, den wir nun ganz sanft und ohne jede Anstrengung wiederherstellen. So nimm nochmal einen tiefen Atemzug und lenke deine Aufmerksamkeit in den Oberkörper, zunächst in die Brust. Fühle, wie das Herz darin schlägt und verweile dort eine Zeit lang. Wandere jetzt mit deiner Aufmerksamkeit in den Bauch, während du gleichzeitig deine Hände, Arme und den Oberkörper von innen her fühlst. Spüre, wie der Bauchraum sich zu entspannen und auszudehnen beginnt. Fühle die angenehme Wärme und Ruhe, die von diesem Ort ausgehen, und genieße es einfach. Jetzt lenke wieder einen Teil deiner Aufmerksamkeit in den Genitalbereich. In die Oberschenkel. In die Knie, Waden, und Füße. Während der restliche Körper bereits im wohlig warmen Bewusstseinslicht badet. Wenn du Meisterschaft im Körperfühlen erlangt hast, kannst du deinen Körper schon in wenigen Sekunden, wenn nicht sogar in einer, sofort zur Gänze spüren und auch mühelos deine Aufmerksamkeit darin halten. Je tiefer du nun in deinen Körper hineinfühlst, und je intensiver das Vibrieren der Lebensenergie darin wird, umso mehr tritt die denkende Person, mit der du ansonsten durchgehend identifiziert bist, in den Hintergrund. Gleichzeitig durchdringt allmählich ein subtiles Raumgefühl deinen inneren Körper. Nimm dabei auch wahr, wie all dies ganz von selbst geschieht. Das Einzige, was du dabei zu tun hast, ist dies zu beobachten und dich dabei selbst zu spüren.
Fühle nun noch tiefer in diesen inneren Raum hinein. Und du wirst vielleicht feststellen, dass dieser nicht nur lebendiger wird, sondern dass er auch deine Körpergrenzen allmählich zu transzendieren und ein homogenes Feld um dich herum zu formen beginnt. Diese Ausdehnung fühlt sich wunderbar befreiend an und geht mit einem sehr angenehmen inneren Frieden einher, der fast unmerklich aus deiner Mitte in dir aufsteigt. Dieses subjektive Raumgefühl dehnt sich nun mehr und mehr aus. Was nun an Erfahrung übrig bleibt, ist deine alles beobachtende, zeit- und formlose Präsenz, das reine Seinsgefühl. Bleibe nun in dieser Präsenz verankert, indem du dich ihrer einfach gewahr bist, während du gleichzeitig beobachtest, wie deine Atmung ruhig verläuft und dein Herz sanft in deiner Brust schlägt. Alles ganz ohne deinem Zutun. Auch deine Sinnesempfindungen finden nach wie vor in dir, doch völlig unabhängig von dir statt. Niemand ist da, der sich darum kümmern muss. Alles läuft ganz von selbst. Du kannst dich folglich völlig rausnehmen und in deiner lebendigen Präsenz aufgehen. Jede Wahrnehmung darf nun in deinem reinen Bewusstseinsfeld aufsteigen und auch wieder darin verschwinden. Du wirst dir dabei alles ohne jede Anstrengung gewahr, denn alles fällt in deine Mitte und barrierefrei durch dich hindurch. Da ist keine innere Wand mehr, wo etwas aufprallen und somit für Unruhe sorgen könnte. Nichts muss verändert werden. Alles darf so sein, wie es ist. Denn alles ist gut so, wie es ist. Erlaube auch allen Gedanken und Gefühlen in dir da zu sein, die ebenso völlig unabhängig von dir kommen und wieder gehen. Du aber bist nichts von dem, was da kommt oder geht. Du bist einfach und lässt alles geschehen. Für dich gibt es hier nichts anderes zu tun, als zu beobachten und dir dabei deiner eigenen Präsenz, dem Gefühl, dass du bist, gewahr zu bleiben. Keine Vorstellungen und Visualisierungen
sind hier vonnöten. Das Einzige, was ganz von selbst geschieht, ist diese hier und jetzt ablaufende natürliche Wahrnehmung, frei von jeder Intention, auf deinen Zustand Einfluss nehmen zu wollen. Du musst dich mit deinem Geist nirgendwo hinbegeben. Bleibe einfach hier und beobachte alles. Hier bedeutet präsent sein. Da ist kein Warten mehr auf das, was als nächstes passieren wird oder soll. Alle Erwartung ist dahin. Nimm diese intentionslose Haltung in dir wahr. Dein Körper denkt und handelt nicht, sondern ist einfach nur hier. Genauso wie dein Sein einfach nur ist. Sollten da Gedanken und Gefühle in dir auftauchen, oder noch vorhanden sein, dann sei dir diese einfach nur gewahr. Da ist nichts, dem wir folgen, da ist nichts, was wir halten oder verändern. Hier ist ganz einfach nichts zu tun für dich. In diesem wundervollen und glasklaren Bewusstseinszustand zu sein, ist vollkommen genug. Mehr braucht es hier nicht. Wenn Gedanken oder Gefühle da sind, dann lass sie da sein. Gib ihnen Raum. Aber sie gehen dich nichts mehr an, weil du nun erkennst, dass du sie nicht bist. Halte auch an keinem Bild über dich selbst fest, egal ob diese aus der Vergangenheit oder der Gegenwart stammen. Denn du bist kein Abbild von dir selbst, sondern du bist einfach nur du selbst. Sobald innere Bilder in dir aufsteigen, egal welcher Art, dann erkenne sie einfach als innere Phänomene, ähnlich wie Gedanken und Emotionen. Es ist okay, dass sie da sind, aber auch sie haben nichts mit dir zu tun. Lass sie sein und bleibe in deiner Mitte verankert. In diesem wundervoll entspannten Zustand ist keine Komplexität vorhanden. Er ist sehr natürlich und leicht zu halten. Du bist nicht mehr im Verstandesmodus des Agierens oder Reagierens. Da ist einfach nur Stille. Oder in anderen Worten, reine Präsenz. Diese Stille
muss nicht erzeugt werden. Sie ist immer da und sie ist verbunden mit dem reinen Gefühl des Seins, welches du bist. Still zu sein bedeutet demnach, sich der eigenen Präsenz gewahr zu sein. Diesem wundervollen Moment wird nichts hinzugegeben oder weggenommen. Sollte wieder ein Gedanke auftauchen, dann erkenne, dass du nicht der Denker bist, sondern dass dieser in deinem Bewusstseinsfeld ganz von selbst erscheint und durch deine Nicht-Identifikation mit ihm auch ebenso rasch wieder verschwindet, wie er gekommen ist. Und wenn das Gefühl in dir entstehen sollte, dass du dennoch der Denker bist, dann sei dir bewusst, dass auch dieses Gefühl in Wahrheit nur ein Gedanke ist. Nimm wahr, dass dem so ist. Denn du bist das lebendige Seinsgefühl, welches nicht kommt und geht, und nichts anderes. Du bist einfach nur hier. Aber du bist nicht lokal auf einen Punkt fixiert, sondern einfach nur da, ohne jede innere Ausrichtung. Und nochmals, auch in diesem Zusammenhang ist es nicht nötig, sich dies vorzustellen oder das entsprechende Gefühl zu erzeugen. Fühle vielmehr, dass dem so ist, wie es ist. Denn das Sein ist, was ist. Du als dieses reine Sein hast keinen Namen und keine Form. Dennoch befindest du dich in einem Körper einer Person, die einen Namen hat. Das darf so sein. Daran ist nichts schlecht, sondern es ermöglicht dir, als eben dieses reine Sein, dich selbst in deiner Schöpfung zu erfahren. So sei dir des Körpers bewusst, aber erkenne zugleich, dass diese nur eine temporäre Erscheinungsform in deinem ewigen Bewusstseinsfeld ist. Sei dir auch deiner Sinnesempfindungen bewusst. Und erkenne, dass du nicht diese Empfindungen bist. Sie geschehen spontan und besitzen keine wirkliche Substanz. Deshalb kannst du sie auch nicht sein.
Sei dir deines Atems bewusst und erkenne auch hier, dass du sie nicht bist, denn sie geschieht ebenso ganz natürlich und von selbst. Sei dir deiner Gedanken bewusst, sobald sie in dir aufsteigen, und erkenne, dass du sie nicht sein kannst. Du bist vielmehr das Feld, jene lebendige Präsenz, die ihnen das Sein ermöglicht. Ohne dich gäbe es auch keine Gedanken. Allerdings kannst du im wahrsten Sinne des Wortes problemlos sein, wenn keine Gedanken da sind. Sei dir deiner Gefühle bewusst und erkenne, dass diese dem Sein zwar sehr nahe sind, aber auch diese bist du nicht. Sei dir deiner inneren Bilder bewusst und erkenne, dass sie das Erträumen deiner scheinbaren Realität zwar ermöglichen, aber auch diese Bilder bist du nicht. Sei dir der Zeit bewusst und erkenne zugleich, dass deine Präsenz zeitlos, immer gegenwärtig und damit unsterblich ist. Dich als diese unsterbliche und non-lokale Präsenz zu erfahren, ist der einzig wahre Sinn und Zweck deiner gegenwärtigen Verkörperung und die unerschöpfliche Quelle des Glücks, der universellen Fülle und der Lebensfreude. Ein äonenlanger Schöpfungszyklus wird mit dieser Erkenntnis und Selbsterfahrung abgeschlossen und die bewusste Reise in deiner universellen Schöpfung kann beginnen.